So, liebe Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Das ist jetzt mal ein bisschen was anderes, denn wir machen so einen kleinen Test-Review und zwar von der neuen Route von RSSLO, oder wie man das genau ausspricht. Und zwar Salzburg nach Schwarzach, St. Veit. Das ist so ein bisschen meine Heimat, wenn man jetzt da mal nach hinten schaut, da hinter dem Berg, da habe ich mal gewohnt. Und wir fahren hier den Touristenexpress, der bleibt hier bei jeder Station stehen. Eigentlich in dem Szenario wäre das mit der Taurus, wie auf der anderen Seite, da vorne rechts, zeig's jetzt gleich, steht. Hab das aber ausgetauscht mit der L44 vom Wiesel und die finde ich einfach viel schöner zum Fahren und ich mag sie. Und das Standard-Rollmaterial von RSSLO finde ich jetzt nicht so geil, auch die Original-Taurus nicht, was normalerweise dabei ist, auch vom Ton. Auf das wollen wir uns aber nicht konzentrieren, weil wenn ihr den Railjet Advance zum Beispiel habt, dann würde ich das sofort alles austauschen. Sie haben aber von den Wagen richtig geile Wintersets, wo die richtig zugeschneit sind. Die zeige ich euch aber in einem zweiten Video. Da fahren wir das Ganze im Winter, weil da haben sie es richtig geil umgebaut für den Winterstyle. Jetzt fahren wir am Tag mit der L44 und das Spezielle an dem Szenario ist, dass immer wieder so Pop-Ups kommen mit so Wissenswertes von der Gegend, wo wir gerade sind. Und ich würde sagen, wir tun die Lok aufrüsten und fahren dann los und schauen uns dabei die Strecke an, wie das so ist, ob die was kann. Also, da steht ja schon, in diesem Szenario werden Sie einige interessante Dinge lernen. Beginnen wir hier in Salzburg. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Gehen wir mal rein. Also jetzt erst die Pause wieder weg. So, und warum habe ich da jetzt keinen Ton? Salzburg ist die viertgrößte Stadt Österreichs. Sie ist bekannt für den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und ein wunderschönes Schloss. Ich finde die Adresse jetzt was Interessantes. Ja, das stimmt. Salzburg ist eine schöne Stadt. So, dann tun wir mal aufrüsten hier. Ich mache das jetzt mal automatisch. So, wunderbar. 40. BCP und SIFA mache ich jetzt auch aus. Ne? Mit dem will ich jetzt nicht fahren. So, Abfahrt. Zum ersten Mal, dass ich die mit dem Raildriver fahre. Jetzt mal vermehrt in die Außenansicht gehen. Wollte mir die Strecke anschauen. L44 ist einfach schön. Leider immer weniger unterwegs. Ich meine, Salzburg haben sie ja jetzt schon ein paar Mal modelliert mit den anderen Strecken. Wiederverwendet. Also hier tut sie jetzt noch nicht sehr viel. Aber wir gehen dann gleich auf die eigentliche Route. Ja, das gab es das erste Mal auf dem Kanal, wenn wir hier mal in Österreich fahren. Das Schöne ist, dass das wirklich so meine Gegend ist hier. Direkt speziell in Salzburg, aber Richtung Schwarzach sind weit runter. Da war ich mit meiner Kindheit viel unterwegs. Ich schicke gerne die Instrumentenbeleuchtung an. So. Aber es ist über ein halbes Jahr her, dass ich die L44 gefahren bin im Simulator. So, jetzt beginnt dann der spannende Teil hier.
Nächster Halt, Salzburg, Sam. Sam, Sam. Sam, Salzburg, Sam. Da rechts oben dann, wir werden es dann später sehen, hat es einen großen Abstellbereich. Gibt man den sogar? Kommt noch. Ja, sie haben sich schon Mühe gegeben. Da ist er. Ziemlich großes Gleisfeld da oben. So, wir dürfen wieder schneller fahren hier. Also nicht wundern, ich fahre da mit der Geschwindigkeitsvorwahl. Marker stehen bleiben müssen, aber ich glaube schon. Da sieht man es jetzt nochmal. Ich mal die Freecam hier mal. Also gerade für die Szenariobauer, glaube ich, kann man hier ganz gut Unfug machen. Sieht gut aus. Ah, die Umgebung ist eigentlich ganz okay gemacht hier. Aber auch Salzburg hat eine ereignisreiche Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten 15 Luftangriffe rund 46% der Gebäude. Oh, das wusste ich gar nicht. In der Stadt, insbesondere rund um den Salzburger Bahnhof, waren die Ausmaße am stärksten zu spüren. Ja, das glaube ich. Strategisches Ziel, ne? So, für uns haben wir wieder Abfahrt. Auch die alten City Shuttle Tour. Gibt das für den Steuerwagen, mit dem hätte eigentlich auch mal fahren. 80, 73 glaube ich ist das. Wie gesagt, ich fahre die Strecke jetzt zum ersten Mal. Also bis da vorne bin ich schon hingefahren, einfach um zu testen. Zwischen Elektrobremse, Nullstellung und Fahren ist beim Rail aber ziemlich klein. Also den zu treffen. Ja, ganz schön steil nach oben da. Das sieht echt aus, so ist. Zuweil Abrollhügel, oder? Ja. 27, Dennis C. Salzburg mit 27 Kirchen, welche im Barockstil errichtet wurden, zu einer der am besten erhaltenen Stationen nördlich der Alpen. Das ist wirklich ein Abrollhügel hier. So, fahren wir. Los geht's.
Also wenn ihr generell mehr so österreichische oder deutsche Strecken haben wollt, müsste man nur sagen, ne? Fahren wir gern. Oder auch mit ganz speziellen Szenarien. Also ich, die ganz einfachen Sachen mag ich eigentlich nicht. Das soll schon ein bisschen die Herausforderung sein. Ich meine, das ist jetzt einfach. Wir wollen ja jetzt primär die Strecke angucken. Ja, so werden wir normalerweise fahren. Also ich habe jede Taros jetzt hier austauscht gegen die von Just Trains. Zum Strecken angucken, also tut zwar das Fahren ignorieren, mehr Strecke anschauen. Ach nee, nein, ist das mit 60er. Zimmer knapp. Ja, gut, steht unter 50er und hinten. Komm. Ist 50 Meter? Seht ihr das? Da. Ja, wir bleiben bei der 100er Tafel. Das kommt also ein bisschen wenig vor. Da ist da vorne. Und für alle, die sich in Eisenbahn erfreuen, gibt es natürlich auch noch den SMIC. Denn in Salzburg ist der erste Salzburger Modelleisenbahnverein beheimatet. Dieser ist ca. 5 Minuten zu Fuß entfernt. Weitere Infos unter www.smic.at. Coole Info. Ja, also, wer mal hier ist, vorbeischauen. Solche Sachen sind dann cool. Deswegen habe ich mich auch für das Szenario entschieden. Weil man da so ein bisschen Infos kriegt. Aber bis jetzt eigentlich ganz gut ausdetailliert, muss ich sagen. Boah, da haben wir wieder Ruckler. Nächster Halt, Salzburg, Aigen, Bahnsteig 1. Ich glaube, die ganze Strecke ist irgendwie 78 Kilometer lang, glaube ich, um den Dreh. Länger ist es nicht. Ja, jetzt wird es spannend. Dass er da die Ruckler zwischendrin hat. So viel ist auf der Strecke jetzt gar nicht los. Ich glaube, es sind irgendwie 8 Züge, die da rumfahren. Mit ein paar statischen Sachen. Durchfahrtsgleise. U-Station hier. Ah, die kann mich auch noch erinnern. Volksschule. Geil.
Ah, sicher auch Schülerverkehr da. Hier gibt es nichts Besonderes mit Touristen. Ja, alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Eigentlich den Steuerwagen noch hinten ran machen können. Hätte mir besser gefallen. Wird vermutlich in echt so auf der Strecke nicht mehr. Also mit dem City Shuttle Wagen, die vielleicht schon noch ein paar Mal. Aber dann mit der Taurus eher. Und Taurus ist ja jetzt auch nicht schlecht. Mag sie auch. Bei 1144 oder 42, 1042. Das ist eher so mein Ding. Die Taurus 3 bin ich noch gar nicht gefahren. Die wird mich noch mal interessieren. So, Salzburg Süd. Sind auch schon die Berge. Na komm. Oben. Sieht doch in echt die drei Wagen ja nicht hier nach ganz nach vorne, oder? Nee. Hier finden Sie das Museum zum Pulvermacher. Themen des Museums sind die Naturgeschichte, Siedlungsgeschichte, Handwerkskunst, Landwirtschaft und natürlich die Herstellung von Schießpulver. Okay. Also wenn das interessiert, steigt mal hier aus. So, nächster Halt, Elsbeten. Und gleich da vorne.
So, da sind wir da. Und da hat es auch ein Schloss hier. Oh, Fachwerkshaus. Da wird es bestimmt ein Pop-up zu dem kommen. Ja, aber weitestgehend kann man jetzt echt nichts sagen. Da kommt schon der nächste da hinten. Naja, da hätte ich mir noch gerne ein bisschen was gewünscht. Da linken sehen Sie die Burg Goldenstein. Im Inneren befindet sich eine Privatschule für Mädchen. Okay. Gut, Abfahrt. Das könnte die Euro City sein. Urstein, 4 Kilometer. Ah, jetzt ist schon ganz schön ankräftig. Na gut, der hat ja nicht wirklich was hinten dran jetzt. Schauen wir uns mal den Bahnhof an. Der ist eigentlich auch nett gemacht. Ja, doch, das kann man gelten lassen. Campus Urstein mit dem alternativen Gebäudekomplex. Das ist ein Ursteinschloss. Achso. Hier ein Schloss. Kurz einen Zug abfahren, bevor ich hier weiter gucke. Wo ist hier ein Schloss? Der Campus, ja. Das ist der. Das hier. Naja. Soll denn hier ein Schloss sein? Ich sehe es nicht. Egal.
Hüdala, dann schauen wir doch mal an. Das Bahnhofsgebäude da hinten. Wäre irgendwie schön, wenn da der Anzeiger funktionieren würde. Aber das sind Details. Also die Berge da hinten, das kann jetzt meine Grafikeinstellung sein. Nicht ganz eine Augenweide. Scheiße, ah, jetzt habe ich nicht gelesen. Nein! Müsste mal kurz zurückspielen auf YouTube. Heute schon rausbringen. Meine Strecke ja gerade vor kurzem rauskommen ist. Also wird es irgendwann recht spät rauskommen. Doch ein bisschen schon was vorproduziert an Videos. Sehr kleiner Halt hier. Aber es sind wirklich viel. Ich muss mal wegen der Drawing Distanz schauen. Wegen der Berge. Ich glaube, das lädt nämlich hier nach. Können wir jetzt gleich mal beobachten, wenn den Berg da rechts. Da drin? Ne, das machen wir von außen. Ist auch etwas außergewöhnlich zu sehen. Der sogenannte Schrannetisch. Dieser Tisch ist aus einer rohbehaubten Marmorplatte und steht heute idyllisch unter einer richtigen Linde. Okay. So, nächster Halt. Ah, scheiße, jetzt war das getroffen. Nullstellung, fahren. Anfahren. So, jetzt haben wir den Berg noch mal kurz beobachten. Ah doch, lädt nach. Ja, da hat es mit der Drawing Distanz zu.
schon ein bisschen stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Spektakuläres, aber schön gemacht. Abstellbereich da vorne. Ja, schon Käffchen. Hier ist eine Attraktion. Jeder Tourist sehen sollte das Salzbergwerk, in dem sie die mystischen Salze in ihm rennen. Bergmannsrutschen und mysteriöse Tunnel sehen können. Salzburg wurde nach dem aus den Minen gewonnenen Salz benannt. Der Stadtname setzt sich so aus dem Wort Salz und Burg, was so viel heißt wie Stadt, zusammen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass hier das Bergwerk ist. Da war es kleines Kind das letzte Mal drin. Aber es war mega spannend. Beliebten Traktoren hier. Die Modelle sind auch schon ewig alt. Ladegleis. Ja, also da lässt sich schon was bauen. Bin mal gespannt, ob sie dann. In Halle gibt es eine stille Nachtmuseum. Hier können das Leben und die Werke des Komponisten Franz Xaver Gruber bestaunt werden. Wisst ihr, man lernt hier noch was. Wie gehauen. Nächste Halt.
das war jetzt ein bisschen stark. So. Schauen wir uns auch hier mal ein bisschen um. Nicht wahnsinnig spektakulär. Oh, die Bahnhöfe haben es wirklich schön gemacht. Da feiert sie nix. Würde ich jetzt mal sagen. Busbahnhof da. Hier geht es ein thermales Spa mit therapeutischen Whirlpools und Heilwasser. Die Thermalbäder werden von der Quelle St. Barbara gespeist, die das Wasser mit 34 Grad seit vielen tausend Jahren kontinuierlich an die Oberfläche bringt. Also gegen Wellness hätte ich jetzt auch nichts. Jetzt auch schon länger nicht mehr. Gar nein, das ist der nächste Halt. 1,5 Kilometer hin. Öfter fahren, bis ich mal ein bisschen draus habe. Ich frage mich, ob ich nicht wieder auf die Tastatur wechsle, weil mit Raidriver ist der Multihebel zu bedienen nicht so ganz geil. Hier ist nichts Besonderes. Ja, klar. In 3 Kilometer. Setzen? Tatsache. Ach ja. War meine Erinnerung einfach. Immer wieder mal, oh, kurz verlassen hier. Sind Audio.
Nein, tatsächlich nicht. Also schreibt es mir in die Kommentare, ob die hier effektiv fehlen. Oder ob da wirklich keine sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine sind. Sollte doch normalerweise diese Metermarkierungen haben. Hätte ich jetzt gesagt, bin jetzt aber auch nicht der Vollexperte. In der Nähe des Bahnhofs befindet sich der Bürgerausee, ein Badesee mit Springplattform und einem Lianenseil. Was sieht man denn? Nö. Gut. Abfahrt. Oder hört man Kompressor? Wobei, jetzt werde ich mal ganz kurz mit der freien Kamera gucken, ob man den nicht doch sieht. In hier? Das? Und wenn man vermutlich nicht so sieht, ist er jetzt nicht so ausdetailliert hier. Mal stehen. Sieht aber weitestgehend richtig aus. Und da kommen sie raus. Rolling Optinau. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ah. Ja, ist okay. Und das passt. Also bis jetzt auf alle Fälle die Kaufempfehlung. Vor allem wenn dann später. Ah, Golling ist bekannt für den Gollinger Wasserfall und das Family Spa Aqua Salza. So, Abfahrt. So. Bravo-Station. Oh, jetzt machen wir hier. Den hier. Thank you.
12 Kilometer nach Tenneck, Bahnsteig 2. Den Schönes hier. Bergwerk hier? Nö, oder? Ja, kann sein, ne? Wir fahren aber erstmal in den Tunnel. Ja, doch, ist schon eine schöne Strecke jetzt hier. Ja, so macht das Zugfahren Spaß bei so einer Landschaft. Ja, auch noch ganz nach rechts? Nö.
Ja, doch. Der Abschnitt gefällt mir jetzt. Den Hall-Effekt geil. Ja, bin mal dann gespannt, wie das dann in der Wintervariante oder bis in ein Winterszenario, was sie gemacht haben, dann aussieht. Das haben sie echt toll gemacht. Würde ich dann auch als Basis nehmen für andere Winterszenarien, was sie da gemacht haben. Würde man aber noch das Armstrong Powers Weather Pack damit drauf klatschen. Ohne Taunus. Nächste Eurocity oder Intercity, je nachdem. Bald wieder schneller fahren hier. Aber das Schnellfahren dauert jetzt sehr lang, wenn jemand das so ansieht. Jetzt sind wir dann gleich da. Abstellgleise hier. Dann was hier so viele Infos gibt gleich.
Tüdele. Haben wir es geschafft. Da muss ich mal kurz den Hut ausmachen. Screenshot time. Nächster Halt, Berfin, Bahnsteig 2, 3 Kilometer. Ich glaube, ich mache noch meine Aufnahme mit der C42. Finde ich noch interessanter zum Fahren als mit der F44. Aber optisch gleich. Oh, da oben haben wir ein Schloss. Gibt es da garantiert eine Ansage dazu? Das Bäume pflanzen hat bestimmt Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt nicht so das Szenario-Bauer, ob es da so einen Brush gibt, dass du einfach so drüber fahren kannst oder ob du die alle einzeln setzen darfst. Also wenn es echt einzeln sind, dann ja, bist du beschäftigt hier. Wären wir auch schon da. Mal gerade schauen. Kann sein, dass hier gar keinen Lift hat. Doch hat's. Ich dachte gerade, der Übergang ist das einzige hier. Der da. Hätte mich jetzt stark gewundert. Ansonsten, was haben wir hier? Kleines Dorf. Werfen. Und das Schloss da hinten. Ein weiter sehr interessanter Ort für Touristen. Hier lohnt sich ein Besuch. Mittelalterliche Burg, Hohen Werfen. Sie können sie aus dem Hügel sehen. Dies ist ein absolutes Muss. Ein unvergleichliches Erlebnis. Auf der Burg können Sie die Falkenerei Flugvorführungen sehen. Verpassen Sie außerdem nicht die legendären Eishöhe. Hier finden Sie die größten bekannten Eishöhen der Welt, welche sich über 42 Kilometer in den Berg hineinstreckt. Doch, dann war ich hier doch schon mal da oben und mit den Eiswelten. Das war damals bei einer meiner ersten Con-Besuche bei der Lakeside First. Und da war ein Ausflug in die Eishöhlen rein. Das war richtig geil. Das ist wieder so viele Jahre her, ey. Mindestens 19 Jahre jetzt.
Schauen wir mal. Ah, nichts Besonderes. Ballad hier mit sehr viel Holz. So ein kleines Dörfchen hier. Aber in echt eine sehr schöne Gegend, kann ich nur empfehlen. Aber auch auf der... Wie ist das? Open Air Museum 7 Mills und zudem 7 aufgebaute Mühlen, welche umfangreich restauriert wurden. Sie können außerdem etwas über den traditionellen Weizenbau lernen. Interessant. So. Wüsste ich jetzt auch nicht. Bischofshofen, 5 Kilometer. Immer diese Screenshot-Jäger, ne? Ich weiß, was darf ich. gut aus. So, da vorne jetzt. Gut, ja, komm jetzt. Test, 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 test. Ah, ich dachte jetzt gerade, ich habe keinen Ausschlag mehr. Gut. So, sollte eigentlich noch anhalten hier, ne? Das wäre vielleicht eine Idee. Bischofshofen, größerer Bahnhof. Die Mark müssen wir noch mal erklären. Ob die effektiv da gefehlt haben oder ob ein bisschen Ende des Bahnsteigs vorfährt, auch wenn der noch so lang ist. Bin ich überrascht. So, bis nach Schwarzach soll es jetzt nicht mehr so weit sein. Thank you.
Bischofshofen ist bekannt für seine Schanzen. Hier teilt sich die Strecke in Richtung Selltal, Enztalbahn. Vergessen Sie nicht die ausgestellte Route für ÖBB 1161 zu begutachten. Dies ist nur 5 Minuten zu Fuß entlang der Hauptstraße nach Salzburg von uns entfernt. Okay. Na komm. Ausgestellte Lokomotive. Kann ich sehen? Salzburg. Sind wir da schon vorbei? Schanze. Bäh. Ja, okay. Immer so geil aus, wenn die Loks da so schräg in die Kurven reinfahren. Freecam, um bei der Abfahrt zu gucken. Total uninteressant. Also ich muss schon sagen, die Geschwindigkeitsregelung, die schon mal angenehm ist.
alles da eigentlich. Sankt Johann im Pongau. Da waren Erinnerungen wach. Sankt Johann im Pongau habe ich mal gewohnt. Das war der letzte Wohnort, bevor ich in die Schweiz gezogen bin. Da gibt es auch ziemlich geile Wanderwege. War eigentlich eine echt schöne Gegend. Hab da noch gern gewohnt, aber lang war ich nicht da. 10, 11 Monate, glaube ich, waren es. Dann ging es nach Zürich. Ich glaube, ich bitte aber nie mit dem Zug gefahren, nur mit dem Auto. Leuchten wir da. Schauen wir mal, ob ich da irgendwas wiedererkenne. So, da. Sankt Johann im Pongau. Oh, schaue ich jetzt gerade mal nach draußen. Machen wir mal Freecam. Schauen wir mal. Sankt Johann im Pongau. Das ist euer Funk da. Ja, also in echt schaut es ein bisschen anders aus. Aber ja, für die Strecke reicht's. Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie das Abenteuerpark Geisterberg nicht verpassen. Hier finden Sie sagt einen Golfclub mit seinem neuen Loch irgendwie. Okay, das habe ich irgendwie immer verpasst, dass hier Golfclub gibt. Gut, wir fahren wieder. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich die Stelle erkenne, wo ich mal gewohnt habe. Müsste ja so weit weg. Ja. Nö. Irgendwo da auf der rechten Seite. Muss ich gerade am gucken.
so weit weg. Aber dann danach. Ich glaube da, oh, doch da hinten. Doch da. Cool. Ich hab's noch im Kopf, dass ich die Bahnstrecke von mir gesehen habe. Dazwischen war die Bundesstraße. Schwarzach St. Veit. Unsere Endstation. Das Kieswerk, glaube ich, war das hier. Und ich glaube, dem Haus da, dem da, habe ich gut. Das müsste das hier gewesen sein. Das ist so geil. Ja, doch, das war hier. Nice. Hatte ich ja so gar nicht auf dem Schirm. Wenn es mir jetzt nicht täuscht, müsste jetzt gleich 60 kommen. Wenn ich das Signal jetzt so richtig im Augenwinkel gesehen habe. Oh, diese Rückleiter sind aber nervig. Signal alt ist. Ja, war doch das. Noch 60. So, delay. Ja, also, Summary. Fällt mir gut die Strecke. Ist spannend zum Fahren und bin schon gespannt, was dafür noch für Szenarien kommt. Ich zeige euch dann in einem eigenen Video noch die das Winter-Szenario, was da mitkommt. Da werden wir dann mit der Taurus fahren, also Euro City. Wir schauen uns das dann da nochmal an, was sie da so Schönes gemacht haben. Ja, und gern euer Feedback in die Kommentare rein. Wie hat euch die Strecke gefallen? Also weniger jetzt auf die L44 bezogen, wirklich auf die Strecke. Und ja, wie euch das auch holen werdet. Wären wir dann da. Schauen wir mal, ob hier noch eine Message kommt. Aber das wäre es dann hier gewesen. Ich glaube, da machen wir jetzt nochmal ein Screenshot rein. Jo. Na, kommt aber was? In Schwarzach müssen Sie das Tauernbahnmuseum besuchen. Sie haben auch einen Simulator.
die ÖBB 1245 Lokomotive, Modelleisenbahn und vieles mehr. Okay, boah, shit. Hat es das damals auch schon gegeben? Ich bin da nie hingegangen. Ah, verdammt. Ja, liebe Leute, das ist gewesen. Hab mich gefreut. Und waren ein paar interessante Infos mit dabei. Also, bis demnächst und gute Fahrt.